Was für ein Drama an der Anfield Road, dem Stadion des FC Liverpool am Donnerstagabend. Trotz einer 2-Tore-Führung durch Mkhitaryan und Aubameyang ist Borussia Dortmund gegen Liverpool im Viertelfinale der Europa League ausgeschieden. Die Engländer gewannen vor heimischer Kulisse 4:3 mit einem Treffer in der Nachspielzeit. Auf der nachfolgenden Pressekonferenz ringt Dortmunds Trainer Thomas Tuchel nach Worten. If you expect an explanation, I probably have to disappoint. Wenn Sie eine Erklärung erwarten, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Denn für eine Erklärung müssen die Dinge ja irgendwie logisch sein oder taktische Aspekte haben in Momenten, wenn das Spiel kippt. Aber das ist hier nicht der Fall gewesen. In moments that you see where a game goes to the other side, but I think none of this happened. Jürgen Klopp hatte schon vor Anpfiff der Partie die Wichtigkeit des emotionalen Aspekts dieses Heimspiels seines Teams unterstrichen. Und vielleicht lag darin ja auch der Unterschied. Liverpool-Coach Jürgen Klopp nach Abpfiff der Partie am Donnerstagabend. So at the end, of course. Klar, am Ende in so einem Spiel nochmal zurückzukommen gegen diesen sehr guten Gegner, da braucht man etwas Glück. Aber ich denke, jeder, der das Spiel gesehen hat und dabei gewesen ist, wird sagen, es war verdient. Für Dortmund war es ein Wechselbad der Gefühle und ein unglaublicher Fußballabend, an dem aber leider das englische Team das glücklichere Ende für sich hatte.